Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir das Projekt begonnen, haben unseren Starter ausgewählt und zwar Hoplo, ja, den wir Igni getauft haben und mit dem wir die zwei Pokémon unseres zukünftigen jetzigen Rivalen vollkommen fertig gemacht haben. Und ja, wir befinden uns, ich habe mal gesehen, wie der Ort hier heißt, Furlong haben. Also ja, keine Ahnung, woraus sich das irgendwie, was das irgendwie eine Anspielung ist an irgendwas. Und ja, also so wie in Pokémon Rot und Blau, wo alles irgendwie nach Farben benannt wurde und in Generation 3 nach Pflanzen oder Bäume, nee, Pflanzen. Und ja, ich habe mal im Internet nachgeguckt, was sanft nochmal für ein Wesen ist, und das ist echt neutrales Wesen. Und boah, jetzt ist mein Controller schon wieder am rumeiern. Also ja, Wesen heißt das, mein Gott, da steht oder. Und sanft ist neutral, also deswegen wird auch nicht irgendwie in roten oder blauen Farben angezeigt, weil ich meine, das ist wurde in den letzteren Editionen irgendwie so eingeführt, dass man irgendwie sehen kann, welcher Wert erhöht sich, welcher nicht, welcher wird gesenkt. Und ja, gut. Also neutrales Wesen, also finde ich jetzt nicht so schlecht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Und ja, ich wollte ja eigentlich nicht. Ich dachte, da kommt irgendwie noch so drücke A, um dieses Haus zu betreten. Die Küche ist immer picobello sauber. Okay. Das kam jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe mit der Frau geredet und er sagt, die Küche ist immer. Wollt ihr damit andeuten, dass Frauen in die Küche gehören? Ja, was? Die Frauen, wir nennen sie auch Küche. Krach. Hey, was das war, das ist gerade für ein Geräusch, hast du was gehört, Daniel? Ja, habe ich. Hopp. Oh nein, das Tor ist offen und das Wolli ist spurlos verschwunden. Ah, was ist da passiert? Es hat doch vorhin noch immer versucht, das Tor einzurennen. Sag mal, will ich nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernste Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt da? Wir gehen nach Hause. Das fragst du mich? Das ist echt knifflig. Ich habe auch echt keine Lust, später einen auf den Deckel zu bekriegen. Mein Gott. Aber wer weiß, was mit den armen Pokémon passiert, wenn wir es dort allein lassen. Da hilft nur eins. Augen zu und durch. Komm, Daniel, jetzt wird rein. Was rangeklotzt? Ja, das. Ja, was soll dieses Wolli machen gegen die potenziellen, weiß ich nicht, 3, 4 Level 3 oder 4 Pokémon, die da drin warten? Wahrscheinlich. Na los, sein, wir müssen das arme Pokémon helfen. Okay. Schlummerwald. Hallo, Wolli? Jetzt muss es bloß hin. Oh man, jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Alles klar, ich habe, glaube ich. Hallo, ein Raffel wild erscheint. Los, Igni. Was willst denn du? Geh weg. Ich habe keine Pokébälle, ich kann also nichts fangen. Ich würde es sehr gut finden, wenn ich jetzt nicht so viel Pokémon begegne. Die Musik gibt mir echt irgendwie Pokémon Schwarz und Weiß Vibes. Angst erhalten. Okay. Hi. Geht's dann? Hoppla, gut, komm, ich mach's wieder schnell fit. Ich glaube, ich habe nur ein AP verloren. So, das war schon. Weiter geht's. Jetzt wird rangeklotzt. Hör auf, das zu sagen, das wird niemals ein Trend werden. So, warte mal. Sieht man da drin was? Ich habe gerade was gesehen. Ich will nicht gegen so viele Pokémon kämpfen. Naja, begegnet nicht irgendwie noch ein Shiny-Pokémon oder so. Ich kann da nicht fangen, weil ich keine Pokémon habe. Nochmal so zum Checken. Also, warte mal, jetzt auch, ich flüchte jetzt einfach. Wenn ich hier
voll über Leveln und so. Also gehen wir. Was ist das? Das hast du eben auch gehört. War das ein Pokémon-Ruf? Ja, das war bestimmt irgendein Typ. Ah, nee. Okay, wir können aber wenigstens mal sehen, was hier für Pokémon rumlaufen. So, das ist wahrscheinlich der Naga dieser Generation, so wie Radfahrt oder Co. Hat einen irgendwie der Vogel jeder Generation. Hallo Daniel, ich mache mir riesige Sorgen um Wolli. Und jetzt ist er weg. Ist das die Musik oder ist das Pokémon Schrei? Oh Gott. Der Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier raus ekeln. Keine Sorge, alles wird gut. Mein Igni ist voll stark. Hi. Was ist los? Wort. Was? Erscheint. Kann ich? Oh. Ich heul mal. Keinerlei Wirkung. Das Geheimnis von Pokémon betrachtet euch eingehend. Was zum, die Attacke war völlig wirkungslos. Ich habe geheult, also. Versuchen wir mal. Da gibt es ja keinerlei Wirkung. Okay, das ist irgendwie krass. Oh, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Daniel? Ja, ich gehe. Aus unerklärlichen Gründen kannst du nicht flüchten. Kannst du gar nicht fliegen, oder so stand da. Tackle. Igni, setz Tackle ein. Ach man, ist das jetzt, das ist auch vom Cover eins von den beiden, oder? Ich habe die jetzt natürlich wunderbar platziert. Ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Ich habe die, ich sehe überhaupt nichts. Ich habe die beiden Spiele in meiner goldenen Steelcase drin und die Dinger habe ich schon alle in mein Regal eingepackt, die originalen Verpackungen dafür. Also kann ich ja jetzt nicht gerade sehen. Aber ich meine, das war eins von den Cover-Pokémon. Das war mal ein krasser Auftritt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Hopp, Daniel. Daniel. Hopp. Delium, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch ja einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnige Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wolli? Es hatte sich im Wald verlaufen. Wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Wolli. Den geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, war ihr alle bewusstlos. Hört mal. Auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr im Wald nicht betreten dürft. Einfach loszuschirmen, ohne mir Bescheid zu sagen, war verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles noch mal gut. Dieser wahnsinnige Leo war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, gut, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Hättest du mal sehen sollen, Digon. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Ja, Attacken sind durch es durchgegangen. Schlimmerweise soll es tatsächlich ein merkwürdiges Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war es nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Delilah hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber es war mir dieses absolut wert. Dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Hopp. Ja. Und ich werde diesen Namen immer so aussprechen. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen.
Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Wohne ich nochmal? Ach ja, da. Wo wohne ich nochmal? Wer sagte er, während direkt vor seinem Haus steht. Einmal habe ich gehe auf ein lebensgefährliches Abenteuer, was ja nichts dagegen, oder? Das ist ja ein süßes Hoplo. Ihr wollt nach Brassbury, um euch ein Podex zu besorgen, nicht wahr? Deleon hat mir schon davon erzählt. Also zu meiner Verteidigung, ich sehe jetzt nicht aus wie so ein 10-jähriger Junge irgendwie. Also, ja, ein kleines Taschengeld für meinen großen Sohn. Auf der von deinem Pokémon sind da ein paar Tränke und was du sonst noch so brauchst, Pokebälle. Und kümmere dich gut um dein Hoplo. Vergiss nie, wie sehr es sich für dich anstrengt. Verlange ihm nicht zu viel ab. Ich merke gerade, mein Rivale hätte Hoplo nehmen sollen. Und du, Hoplo, passt mir gut auf meinen Daniel auf, ja? Du weißt ja, wenn irgendwas kann, wenn irgendwas ist, kannst du dich immer zu Hause ausruhen. Welchen Start hätte ich nehmen sollen, damit mein Rivale Dings genommen hätte? Hoplo. Okay, ich spiele mit meinem Controller, weil das, ich habe so das Gefühl, dass das nervig wird. Zum Glück ist mein Controller nicht so weit entfernt. Aber oh, warte mal, geht doch gar nicht. Ich muss ja den Controller irgendwie ausstellen erstmal. Okay, kämpfen wir uns noch. So, ich habe gar nicht gelesen, was da alles ist. Der Fair Pokémon plus ein Pokémon einen Ausflug macht. Neuigkeiten, also ja, darum kümmere ich mich ein andermal. Weil ich kämpfe ich doch erstmal mit diesem Controller ja durch die Gegend und dann gucke ich mal, ob ich da meinen USB-Controller stattdessen benutzen kann. Weil, wenn der automatisch immer nach unten geht, dann könnte er vielleicht ein bisschen nervig sein, im Menü zu navigieren. Also, ja, gucken wir mal, wie viel Geld habe ich denn jetzt überhaupt bekommen. Wo ist mein Geld? Hey Mann, wo ist mein Geld? Geld 31.000? Was? Ja, ich mich da gerade verlesen. Ich meine, da stand 31.400. Der Wissenschaftler, ja. So gut, Pokebälle. Ich hätte gern Pokebälle. Das wäre jetzt mal so richtig gut, ne? Hi, bitte sag mir, du verfolgst mir nicht überall hin, ne? Okay, es geht los. Okay, Entschuldigung. Okay, es geht los. Das ist der erste Schritt auf meinem Weg zum Titel des Champs. Ich werde Hohengras ein bisschen mit meinem Chimpep trainieren. Wir treffen uns dann im Pokémon-Labor. Ja. Das ist das Gebäude mit dem violetten Dach und dem rot-weißen Ball vorne drauf. Ja, ich werde mich hier noch mal fernhalten von dem Gebiet, obwohl irgendwie habe ich so das Gefühl, ich muss trotzdem hier durch. Dass die schlafenden Wolle nicht aufwächst, ja. Halten ja nur den ganzen Verkehr auf für dieser eine Typ aus Pokémon Rot und Blau, der irgendwie seinen Kaffee braucht und irgendwie den ganzen Verkehr irgendwie aufgehalten hat, weil er mitten auf der Straße irgendwie gepennt hat. Ja, ich ignoriere mal alle die Pokémon hier. Warum ist das so am Glänzen? Cool. Jetzt hier voll Angst, irgendwie ein Shiny über den Weg zu laufen, aber ich kann sowieso nichts fangen. Also wenn ich jetzt eins begegnen würde, wäre noch frustrieren. Na, das erst mal irgendwie Pokebälle oder so. Stärke das Glück habe ich noch nie gesehen. Okay, die werden automatisch abgespielt, die Nachrichten. Aber geht. Kommen wir Pokémon Supermarkt. Ah ja, etwas kaufen. Oh Gott, ja. Oh Gott. Warum ausgerechnet jetzt? Ich weiß nicht, irgendwie tut mein Controller automatisch nach unten gehen. Ich weiß nicht wieso. Oh, tu mir das jetzt nicht an. Ich habe so viel zu viel Geld. Kann ich mir alles von kaufen? Dann mache ich das auch. So, Leber. Ja, ich nehme jetzt nicht an, dass ich jetzt schon hier mit Eisheiler und Feuerheiler und so umschmeißen muss, aber kann ich schaden. Jetzt gern Pokebälle. Oh Gott. Einfach fantastisch, sich in die Landschaft stetig verändert, wenn man aus der Zugfenster sieht. Einfach fantastisch, wie sich die Landschaft stetig verändert, wenn man aus dem Zugfenster sieht. So. Alle Züge verschweden sich aufgrund von außerplanmäßigen Wartungsarbeiten. Ah, das ist
relatable. Alle Züge verspäten sich. Was für eine ist ja wie im echten Leben. Ja, weiß ja schon. Der Champ ist hier. Wo? Weiß noch nicht, was auf dem Film. Ich weiß noch, was auf dem Schild stand, dass es hier mal gab. Nach rechts geht es zum Pokémon, aber auf der anderen Seite liegt der Bahnhof. Ach ja, das war ein schönes Schild. Was? So, was stimmt mit dem Typen? Oh, Schilder, Raff. Das große Gebäude gleich nebenan ist das Pokémon-Labor. Untersuchst du Pokémon Professor Magnolika, die findest du in dem Haus ganz am Ende von Route 2. Also ist sie nicht im Labor. Okay. Hi. Du hast hergefunden. Gut gemacht. Erstmal nach Brassboy musste, habe ich mich erstmal gründlich verlaufen. Blöd bist du eigentlich. Ich habe es nicht so mit der Orientierung. Mal mit Pokémon unterwegs sieht man gleich ein bisschen mehr von der Welt. Was? Ohne Glurak würde ich mir nie und niemals würde ich mich nie und niemals zurechtfinden. Danke fürs Herumlosen, Partner. Aber genug gequatscht. Komm, lass uns reingehen. Glurak. Unglaublich, wie viele interessante Bücher Professor Magnolika zusammengetragen hat. Nicht, dass ich etwas anderes von ihr erwartet hätte. Woll, woll, woll. Hi. Das Ding ist putzig. Delon, was führt dich diesmal hierher? Willst du wieder von mir wissen, was der allerbeste Pokémon, was das allerbeste Pokémon aller Zeiten ist oder irgendeinen ähnlichen Unsinn? Ich habe wirklich keine Zeit für sowas. Hallo, Voldi. Na, mein Kleiner. Danke, dass du mich immer sicher an mein Ziel bringst. Dieses Pokémon heißt Voldi. Ich hab dir ja schon gesagt, dass ich einen fürchterlichen Orientierungssinn habe. Voldi hat mir schon oft mit der Patsche geholfen, wenn ich nicht mal verlaufen hatte. Und diese junge Dame dort ist sein Trainer. Niemand kocht schneller als sie. Boah, wenn sie den für hallo, so stellst du mich vor? Glaubst du, unsere gemeinsame Zeit als Arena-Challenger ist ein Freifahrschein für blöde Witze? Dabei musste ich dich mindestens genauso oft aus der Patsche helfen wie Voldi. Freue mich jedenfalls, dich kennenzulernen. Ich bin Sania, die Assistentin der Professorin. Damit sich mal wieder viel zu ernst. Aber weiter im Text. Das ist Daniel, ein frisch gebackener Pokémon-Trainer. Willst du ihm ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Ich werde woanders gebraucht. Tschüss. Sonst noch irgendwelche Wünsche, der Herr? Dieser Typ denkt immer nur an sich selbst. Kein Wunder, dass er sich ständig verläuft, wenn sein Kopf immer in den Wolken hängt. Du hast ja auch einen Smart Rotom. Hey Rotom. Hi. So ein Smart Rotom ist schon was Tolles, besonders für die Karten- und Navi-Funktion. So sollte sich eigentlich niemand mehr verirren können, außer Deleon natürlich. Aber jetzt sag mal, wie gut kennst du dich eigentlich schon mit Pokémon aus? Ich bin ein Profi. Da sieh mal einer an. Dann bleibt mir ja nicht mehr viel zu tun, als den Pokédex auf deinen Smart Rotom zu installieren. Du hast einen Pokédex. Ach ja, der Pokédex ist übrigens ein Geschenk von Professor Magnolika, meiner Großmutter. Kannst du bei ihr vorbeischauen und ihr sagen, dass ich dir den Pokédex installiert habe? Sie hat sich gerade in ihrem Haus ganz am Ende von Route 2 aufhalten. Die ist voll putzig. Jelon hat sich zu einem hervorragenden Champ gemausert, während ich mit der Arbeit als selbsternannte Assistentin zufrieden gehen muss. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Okay. Pokédex. Mal direkt reinschauen. Gut. Ja, da haben wir Chimpep und da haben wir Hoplo. Okay, Micro. Raffel. Man sieht noch nicht die Typen von denen, ne? Doch, Flug. Warte, was? Nur Flug? Kein Normalflug? Ich habe das erste Mal nur ein normales Flug gibt, ne? Also nur Flug. Cool. Habe ich mich schon immer gewundert. Es gibt eigentlich immer nur Normalflug, aber nie irgendwie nur Flug.
Obwohl ich glaube, eins von diesen legendären, diesen, wir hatten die nochmal Tundaros oder was weiß ich, ich kenne irgendwie nur die englischen Namen. Die irgendwie aussehen wie so drei Typen in so Wolken. Ich meine, einer von denen war irgendwie nur Flug. Hallo, junger Pokémon-Trainer, tut mir leid, dass ich dich einfach aufhalte. Du warst doch gerade im Pokémon-Labor, oder? Ja, ich kam gerade da raus. Dann hast du ja bestimmt auch einen Pokédex bekommen. Ich kann einfach nicht anders als neue Trainer anzusprechen und ihnen etwas unter die Arme zu greifen. Hier für dich. Weil es ein Trank. Ich brauche keine Tränke, geben wir Pokéball. Das ist ein Trank. Setz ihn ein, wenn du Pokémon Kraftpunkt oder kurz KP verloren hat. Tränke kannst du übrigens auch in Kämpfen einsetzen. Wissen ist Macht. Wer sich informiert, hat schon halb gewonnen. Sprich da immer so viele Leute an, wie du nur kannst. Und lies genau, was auf Schildern steht. Ach, ich erinnere mich noch an als eine Schild, das hier mal stand. Wenn du dich auf deinen Reis fährst, wirf einfach einen Blick auf die Karte. Flanke jetzt richtig ruhig zu, die Großstadt dagegen wird dich umhauen. So richtig bam, verstehst du? Ich weiß noch, was auf den Stillstand. Das ist ja, boah, schon wieder der Typ, nein. Ja. Ey, er standet vorher nicht hier. Ja. Ich wollte die eigentlich ansprechen und mich nicht hinsetzen. Ich habe dir nur am Bahnhof gesehen, selbst vom Weiten strahlt er stärker aus. Die Glurak-Pose. Wenn ich die gleiche Pose wie der Champ einnehme, fühle ich mich direkt stärker. Hätte eigentlich auch Pokémon-Trainer werden, wenn ich mal groß bin, aber ich finde es voll schwierig, wie Delon den ganzen Tag nur an Pokémon zu denken. Delon ist einfach unglaublich stark, er ist eine richtige Berühmtheit. Ja, ist auch der Champ, ne? So, gibt es irgendein Pokémon, das mich schon interessiert hier in dieser Route? Ich bin eigentlich sehr wählerisch immer, was mein Pokémon-Team angeht, also, und ich weiß nicht, hänge auch irgendwie relativ früh immer noch mit wenig Pokémon darum. Ich habe mir auch schon viel Let's Plays und so von allen möglichen Spielen angeguckt und so, ich fange einfach trotzdem mal hier dazu. Ich fange erstmal alles, was mir unter die Nase kommt, okay? Und ja, immer wenn ich irgendwie Let's Plays oder so sehe, dann sehe ich schon irgendwie Leute. Das bin übrigens nicht ich, ne? Das ist, glaube ich, offensichtlich, oder? Wow, das, boah, zum Glück, ich muss den Part gleich nicht beenden. So. Genau, immer wenn ich mir irgendwie Let's Plays anschaue oder so, dann sehe ich, oh, das ist nicht gut. Warte mal, ich habe immer noch keinen Pokéball, ich Idiot. Was mache ich hier eigentlich? Ich renne schon rum, will mir Pokémon fangen, ich habe noch gar keine Pokébälle, ne? Boah. Hör auf damit. Warum ist das so? Ich hab da, oh Gott, das ist. Da, oh doch, ich habe Pokébälle. Boah. Ich brauche aber mehr. Und ja, ich werde auf jeden Fall irgendwie zu einem USB-Controller hier switchen, weil das geht so nicht. Wenigstens, wenn ich irgendwie so. Ich meine, hier tut sich gerade nichts, aber wenn ich im Menü bin oder so, dann ist ja immer Chaos. Und Chaos geht so nicht. Ne, das, boah. Ja, ich drück durchgehen nach oben und da bringt nichts. Boah. Ich kann immer noch keine Pokébälle fangen, weil das hatten wir. Pokébälle fangen, kaufen. Boah. Ja. Das ist ein Pokémon-Center. Da sehe ich irgendwie eine Einkaufstasche. Kann man da auch was einkaufen? Dann hat er den Pokédex auf den Smartrotom installiert. Stimmt's? Dann geht jetzt richtig los. Durch ein paar richtig starke Pokémon für dein Team. Jetzt werden wir bestimmt immer öfter in Pokémon-Kämpfe geraten. Schließlich wimmelt es da draußen nur so von wilden Pokémon übergreifigen Trainern. Wenn ein Team erschöpft ist, dann such schnellstmöglich so ein Pokémon-Center auf. Alle Pokémon-Center sehen gleich aus. Du kannst sie also gar nicht verfehlen. Komm, werfen wir mal einen Blick hinein. Mir nach, Daniel. Hier sagen wir, drin ist ein Shop. Hier so eine Einkaufstasche. Das sieht irgendwie, ja, okay, da links sieht man schon. Da rechts. Ist das dein erster Besuch in einem Pokémon Center, Daniel? Nein, ich kenne mich schon aus. Da muss ich dir ja nichts mehr erklären. Ich rede mit der Lady da in der Mitte, meine Pokémon werden geheilt und fertig. Wenn ich echt Pokémon Trainer werden wollte, müsst ihr auf jeden Fall Tränke mitnehmen. Gute Idee, danke. Also ich gehe mal zur Route 2. Komm einfach nach, sobald du hier fertig bist. Hi. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Sollen wir dein Pokémon wieder fit machen? Ja. Und ich mein Pokémon in meine Obhut. Dann ob das wieder top wird, wäre uns bald wieder. So, jetzt hat mein Ding nicht rumgespackt hier.
Oh, mein Pokémon Supermarkt. Was möchtest du tun? Ich weiß nicht. Er will überhaupt hier irgendwas tun. Okay, wenn ich jetzt nicht von linken Seite mindestens Pokébälle kaufen kann, ja, dann kriegen wir ja langsam ein Problem. Warum wären wir nur ohne Pokémon sind? Hier kannst du dein Pokémon heil lassen. So oft wird das sogar kostenlos. Ja, der wird nie funktionieren im normalen Leben. Die Pokémon können zwar gefährlich sein, aber nur so lange, bis du sie fängst. Richtigen Händen hat jedes von ihnen das Potenzial, ein zufälliger Partner zu werden. So, du siehst irgendwie nicht so aus, als würdest du. Oh, cool. Ein Name werden. Zeig mal. Auswählen. Also Igni, damit hast du ja schon viel Mühe gegeben. Bin ich. Du hast ja voll viel Mühe gegeben. Lass mich den Namen von diesem Pokémon ändern. Was? Sehr voll. Okay. Sein Pokémon Let's Go Pikachu. Wenn du gegen Pokémon Trainer gekämpft hast, dann hast du eine gewonnene Pokébälle bekommen. Glaube ich, ne? Okay, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht gelesen, was da stand, aber ja. Oh, mein Geburtstagshoroskop für diesen Monat trifft wirklich voll ins Schwarze. Hm, möchtest du vielleicht auch hören, was dein Horoskop für dich bereithält? Ja, dann frag doch mal, in welchem Monat du Geburtstag hast. Boah, ich will Nintendo schon wieder alles hier von mir wissen. Ja, an welchen Tag? Ja, okay, ist gut. So, ja, bist du alle, wenn ich Geburtstag habe, ist gut, ne? Geburtstag ist also der 15.3. richtig, ja. Wenn du am 50.3. geboren wurdest, dann wirst du. Also du. Hä, was steht da? Oh Mann, da habe ich wohl Essen auf die Stelle gekleckert. Das ist ja recht, dass ich kaum noch was lesen kann. Ja, wo war ein Grad? Ach ja, dein Geburtstag verspricht dir riesengroßes Mega-Glück. Ich kann sogar sein, dass du einem legendären Pokémon begegnest. Haha, war nur Spaß. Klar sieht es aus, tschüss, man sieht sich. Wir haben mich voll abgezockt. Du, ich sehe Pokébälle da. Eine Pokébälle, nee, keine Ahnung. Wer ist man einfach frische gepflückte Beeren? Oh. Also nicht hier, warum nicht? Ich kann Beeren kaufen, das ist auch mal schön. Was noch schöner wäre, wenn ich Pokébälle hätte. So, das sieht aus, als könnte ich mehr Kleidung kaufen. Wenn man sein Pokémon gemeinsam ist, schmeckt alles doppelt so gut. Ich glaube, das machen wir auch direkt mal. Ich will seine Pokepuppe. Cool. Hey, du bist ein bisschen am Leuchten. Ist aber nichts. Kann ich mich jetzt hier schon einkleiden? Das wäre ja richtig doll. Hat man deswegen so viel Geld bekommen, damit man sich hier austoben kann? Hast du das hier laden, andere Sachen verkauft? Also, ihr Artikel aus, weil hier ist schon etwas zu kindlich für meinen Geschmack. Wenn du etwas gekauft hast, kannst du gerne in den Umkleidekabinen anziehen. Cool. Komm, unser Betrug. Suchst du nach was bestimmten? Nö, eigentlich nicht. Oh Gott, hier zu navigieren, das wird ein Albtraum. So, ich will erstmal eine vernünftige Rose. So, keine Ahnung. Das ist keine schwarze. Ich stehe so auf die Kombination schwarz-grün. Nehmen wir mal eine weiße. So. Mich direkt anziehen, ja. Ich hätte gerne so eine Jacke, die wäre eigentlich nicht schlecht, finde ich. Oh, da wird es aber langsam knapp mit dem Geld. So, darunter noch, weiß ich nicht. Oh, gestreift. Unten. So, na, ist eine gute Kombination, oder? So, Socken. Das ist jetzt nicht so wichtig. Schuhe. Habe ich jetzt für Schuhe an? Ja, okay. Oh, Rucksack. Oh, ich finde da sowas richtig toll. Hut, ja, Hut hätte ich gerne mal einen anderen. Der sieht ein bisschen dämlich aus. Ja, dieser hier. Ah, okay, laufen wir mit so einem rum, würde ich sagen. Meine weiße. So.
Handschuhe brauche ich nicht unbedingt. So, holen wir uns noch. Ich gebe jetzt hier alles dafür aus, ne? Boah. So, Schuhe, weiß nicht. Boah, sind die teuer. 6000? Socken, keine Ahnung. Sehe mich relativ wenig. Gar keine Socken an. Alles klar. So, jetzt sehe ich awesome aus. Kann ich meinen Hut auch abnehmen? Ich glaube, den Hut konnte man gar nicht abnehmen in einigen Spielen. Also einigen Spielen. Ah. Okay. Mein Gott, die haben sogar eigene Brands hier irgendwie. Ja, ich möchte so rumlaufen, ohne Mütze. Schön. Alles klar. Gut, habe ich mich gut eingekleidet, habe immer noch keine Pokebälle. Die habe ich schon gesprochen, glaube ich, so. Aber wenigstens sehe ich gut aus, ne? Das ist ja schon mal, da war schon wieder der Kollege. Ich will dann sagen, wir werden im nächsten Part anfangen, unsere ersten Pokémon zu fangen. Halt. Ich glaube, irgendwie hatten wir gar keinen Kampf. Okay, doch, klar, wir hatten Kampf gegen dieses eine Viech, ne? Gut. Alles klar, würde ich dann sagen. Das war's für diesen Part. Im nächsten Part machen wir weiter, gehen ein paar Pokémon fangen mit den paar Pokémon, die wir haben. Und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar, um den Kanal weiter zu öffnen. Das wäre richtig toll. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und tschüss.